Hallo, wer bist du denn? Ich bin Kaiser, und wie heißt du? Ich bin Philipp. Du, ich habe gehört, hier findet heute ein Event im Rathaus statt. Kannst du mir das erklären? Ja klar, hier findet heute das City Upgrade statt, wo Schüler die Rolle des Stadtrats übernehmen und interessante Vorschläge bringen. Das klingt ja interessant, kann ich mitkommen? Ja klar, komm mit. Wir stehen hier vor der Ausschusssitzung des Ausschusses für Jugend und Soziales. Hier wird über Anträge beraten, diskutiert und entschieden, welche Vorschläge in die Ratssitzung kommen. Was war bisher für dich am spannendsten? Also die Sitzungen waren schon sehr interessant, so was die für Anträge stellen und was dabei rauskommt. Welcher Antrag war besonders wichtig für dich? Renovierung der Toiletten. Ja, wie gesagt, es macht Spaß, einfach mal zu sehen, wie junge Leute auch so ganz erfrischend, ohne irgendwelche Konventionen an die Sache rangehen, was sie sich überlegen, was sie für Projekte und Ideen haben, wie sie dann auch vorgehen, welche Lernfortschritte es auch gibt. Ich glaube, die Schüler haben in der Sitzung ganz, ganz viel gelernt, wie man sich auch durchsetzt und was für Chancen man hat. Und ja, es war lustig. Wie findest du das Planspiel hier im Rathaus bisher? Ich finde es persönlich sehr interessant. Also es ist wirklich eine gute Möglichkeit für die Schüler, das alles gut mitzuerleben, wie man das machen kann, auch für die Zukunft dann später, wenn man sowas machen möchte. Ich setze mich für Projekte mit Schülern ein, weil das unsere Zukunft ist. Wenn wir nicht wollen, dass Kommunalpolitik völlig vergreist, brauchen wir halt junge Leute, die Politik machen wollen. Und wenn ihr so startet, finde ich das klasse. Die Arbeit mit Schülern ist interessant, anders, nicht so langweilig wie sonst, gibt neue Ideen, Querdenker, macht einfach Spaß. Die Sitzung, an der ich teilgenommen habe, fand ich sehr informativ. Ihr habt unheimlich interessiert mitgearbeitet, wart gut vorbereitet, wusstet, was ihr wolltet, und das fand ich richtig klasse. Hier findet gerade die Fraktionssitzung der Klasse 9e des Scharnhorst-Gymnasiums statt. Aber was ist eine Fraktionssitzung? In einer Fraktionssitzung tauscht die Fraktion Erfahrungen aus den Ausschusssitzungen aus und berät über ihr Verhalten in der Ratssitzung. Ich finde das City Upgrade bisher sehr amüsant und es bringt mir sehr viel, und ich habe auch schon ganz viele Meinungen über Politik heute gehört und meine eigene Meinung hat sich heute auch schon verändert. Was findest du bisher am spannendsten? Am spannendsten finde ich bisher die vielen Diskussionsrunden, und ich finde es sehr gut, wenn man andere Meinungen auch mal hört. Welcher Antrag war dir besonders wichtig? Also, dass halt mehr Sport an den Schulen so unterrichtet wird, halt auch mehr AGs und sowas. Ja, ich habe eine Vorbereitungssitzung erlebt. Da fand ich eigentlich, dass man noch nicht so richtig vorstellen konnte, wie das im Rat so sein würde. Aber jetzt, als es dann so praktisch zur Umsetzung ging, da kam das ganz schnell. Also da haben die Schüler sich sehr schnell in diesen Ratsalltag eingelebt und haben auch fleißig argumentiert, sich immer mehrfach gemeldet, und die haben sich sehr schnell eingelebt. Sehr positiv. Ich habe letztes Jahr auch schon mitgemacht. Und ich muss sagen, dieses Jahr ist eine sehr, sehr tolle Beteiligung. Letztes Jahr muss man einige wirklich motivieren, mal ein Wort zu sagen. Dieses Jahr muss man sie stoppen, zu viel zu sagen. Wie findest du das Planspiel bisher? Also bis jetzt ist es sehr interessant. Wir haben viel diskutiert, also beziehungsweise es waren immer drei oder vier Leute, die zumindest in meinem Ausschuss immer gleichzeitig diskutiert haben, und die anderen sind dann mal dazu gekommen und mal nicht. Wir wollten City Upgrade veranstalten, weil viele Jugendliche noch nicht genau Bescheid wissen, wie eigentlich die Arbeit im Rathaus funktioniert. Man hat immer das Gefühl, das geschieht über dem Kopf von einem und man ist total ausgeschlossen und kann gar nicht teilhaben. Und hier habt ihr wirklich die Möglichkeit, direkt eure Ideen an die Politik weiterzugeben. Und es ist einfach auch für euch eine schöne Erfahrung, mal zu lernen, was es bedeutet, eigenverantwortlich zu handeln. Wir nähern uns langsam dem Ende und gleich beginnt die Ratssitzung. Jetzt treffen sich alle Klassen- und Ratsmitglieder im Ratssaal, um endgültig über die Anträge abzustimmen. Die Sitzung wird von Oberbürgermeister Machens geleitet. Also das werde ich jetzt sehen, ob sich das die Ratssitzung unterscheidet. Ich lasse mich überraschen. Einige unserer Ratssitzungen sind auch ziemlich chaotisch. Und vielleicht seid ihr ja gesitteter, ordentlicher und vernünftiger, als das unsere Ratsmitglieder manchmal sind. Also was mir sehr wichtig war, ist zum Beispiel die Erhalt der Jo-Wiese. Das ist für die Hildesheimer schon eine bedeutende Sache, weil das ist auch das einzige Freibad hier in Hildesheim. Und was mir auch sehr bedeutend ist, ist eine gute Schulausstattung, ökologisch, modern. Wir brauchen Nachwuchs für den Stadtrat. Wir brauchen Nachwuchs für diejenigen, die Politik in der Stadt gestalten. Und deshalb ist es uns wichtig, dass ihr mitmacht.
Also wir haben ja heute Ausschusssitzungen und die Vorschläge und Anträge, die dort hervorgehen als besonders bemerkenswert, die sollen auch in die richtigen Ratsausschüsse eingebracht werden und auch durch den Rat gehen, wenn sie dann Realisierungschancen und Grundlagen haben. Ich habe viel mitbekommen und ich weiß jetzt, wie man sich besser artikulieren kann und besser debattiert. Und, wie fandest du es heute hier? Ich fand es toll. Und du? Ja, ich finde, es hat mir jetzt auch echt viel Spaß gemacht. Was fandest du denn am besten? Also ich fand am besten, dass man bei der Kommunalpolitik selbst mitwirken kann und dass es nicht so langweilig ist wie in der Schule. Ja, das hat mir auch echt gut gefallen. Und würdest du es nächstes Jahr wieder mitmachen? Ja, auf jeden Fall. Okay, bis nächstes Jahr. Bis nächstes Jahr. Tschüss. Tschüss. Also ich meine, dass wir eine solche Übung, die ja nicht nur eine Übung, sondern Anreiz zum Mitmachen sein soll, jedes Jahr durchführen. Politik und jetzt zum Anfassen. Politik zum Anfassen. E.V.